Hallo, meine Lieben. Wie geht es euch? Ich weiß nicht, wie viel Mal ich schon angefangen habe mit diesem Video. Mal sehen, ob ich es dieses Mal schaffe. Ich möchte heute ein Video machen über Matthäus 24 und dieser Generation, die nicht vergehen wird. Bis was? Bis das alles passiert ist. Ich glaube, das was so sagt es. Also, ich muss nochmal gucken. Das ist Matthäus 24, ich glaube 33. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht oder Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, da kommen auch sehr viele durcheinander. Ich habe das schon mal angesprochen, und zwar in Verbindung mit mit dem Gleichnis, das ja gerade vorher beschrieben wird, und zwar dieses Feigenbaum-Gleichnis. Bis was alles geschehen ist. Na gut, ja, wisst ja, dass Matthäus 24 ganz besonders halt von Dispensationalisten benutzt wird, nicht Lukas 21 oder Markus 13, weil Matthäus nicht sehr chronologisch ist. Und er mixt da etwas Dinge. Er fängt an mit der Zerstörung des Tempels bis Vers 28, dann 29 erzählt er dann von der Wiederkunft von Jesus. Und da ist kein Zwischending dazwischen, ja, keine Verbindung. Er ist Zerstörung des Tempels und dann Wiederkunft Jesus. Und wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ganz genau, dass halt da, denke ich, Matthäus das nicht gewusst hat, dass da 2000 Jahre dazwischen sind und dass er es deswegen so angebracht hat. Er hat nicht gewusst über diese zeitliche Abfolge. Und deswegen, nach dem Zorn Gottes und nach der Einsammlung, wenn Jesus Christus am Himmel erscheint und die Engel die Auserwählten einsammeln, danach geht er eigentlich wieder zurück zu etwas, was er vorher beschrieben hat. Und zwar die Zerstörung des Tempels. Warum denke ich nun, dass dieses Feigenbaumgleichnis eben etwas zu tun hat mit der Zerstörung des Tempels? Na gut, es könnte auch etwas zu tun haben mit den Zeichen, die wir sehen, wenn Jesus wiederkommt. Ganz klar. Weil er sagt hier in diesem Gleichnis, Feigenbaumgleichnis, benutzt den Feigenbaum und die Zeichen, die der Feigenbaum uns gibt. Ja, wie zum Beispiel halt, wie es steht hier, mal 8. Lerne das Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn seine Zweige schon saftig wird und Blätter treibt, so erkenne, dass der Sommer nah ist. Ja, wir wissen, dass er, wenn er treibt, dass der Sommer kommt. Das heißt Zeichen. Wir sehen Zeichen, die vorher geschehen vor dem Sommer. Und so hat er auch dieses Gleichnis gezeigt, um zu zeigen, bevor etwas kommt, sind Zeichen da. Die Jünger haben gefragt, ja, was sind die Zeichen für die Zerstörung des Tempels? Oder was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Ja, darum geht es ja hier in diesem Kapitel. Zeichen. Zeichen entweder der Zerstörung des Tempels, das in 70 passiert ist, 70 nach Christus, oder Zeichen für die Zerstörung
für den Wiederkunft. Ja? Also wir müssen überlegen, von was redet er? Aber ganz egal, er benutzt hier den Feigenbaum, um zu sagen, erkenne die Zeichen. Nicht, dass die Dispensationalisten glauben, der Feigenbaum ist symbolisch für Israel. Das stimmt nicht, das steht nirgends hier. Aber gar nichts, das ist bei den Haaren herbeigezogen. Das findet man hier nicht. Bitte zeigt mir das, wenn ihr das glaubt. Ja, bitte lest das und zeigt mir das ganz genau, wo es sagt, der Feigenbaum ist symbolisch für Israel. Natürlich hat irgendwann mal Jesus den Feigenbaum, irgendeinen Feigenbaum, verdammt. Und nun war es damals der Feigenbaum symbolisch für Israel. Das heißt aber nicht, dass jeder Feigenbaum jetzt symbolisch für Israel ist. Er hat hier den Feigenbaum und andere Bäume, was ja in Lukas 21 steht, benutzt, uns, um es zu zeigen, ihr müsst auf die Zeichen achten. Ja, ihr müsst auf die Zeichen achten, die vorher passieren. Und das ist alles, was er hier benutzt hat. Aber bitte zeigt mir, wo ihr das sehen könnt, dass hier etwas, das mit Israel zu tun hat. Überhaupt nichts. Und wenn er dann eben dieses Geschlecht anspricht, dann wissen wir eigentlich noch viel besser, ob er von der Endzeit redet, von seinem Kommen, oder ob er von der Zerstörung des Tempels redet. Ja, weil hier steht, weil ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist, bis dies alles geschehen ist. Das heißt, die ganzen Zeichen, die er nun gesagt hat, welche Zeichen hat er gesagt? Er hat die Zeichen gesagt von der Zerstörung der Tempel, er hat die Zeichen gesagt von der Wiederkunft Jesu. Die Sonne wird dunkel, der Mond verliert seinen Schein. Die Sterne fallen vom Himmel. Das sind Zeichen für seine Wiederkunft. Ja, wir können es daraufhin beziehen. Oder wir können es beziehen auf die Zeichen, die geschehen sind vor der Zerstörung des Tempels. Die alle die Zeichen sind vor Vers 28. Ja? Aber weil wir das haben mit der Generation, dann muss etwas innerhalb einer Generation passieren. Und da denke ich schon, dass dieses Geschlecht, er hat ja gesagt, dieses Geschlecht, ja, dieses Geschlecht, das vor ihm sitzt. Dieses Geschlecht. Er hat nicht gesagt, das Geschlecht, wenn Jesus wiederkommt, sondern er hat gemeint, dieses Geschlecht. Das heißt, deswegen denke ich, dass das eigentlich hätte das vor 28 oder vor 29, Vers 29 gehört. Er hat es hier falsch eingesetzt. Warum? Weil er es nicht gewusst hat. Ja? Und dann geht er ja zurück zu 36. Um jenen Tage aber und jene Stunde weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Worum geht's hier? Welche Stunde, von welcher Stunde redet er? Wie es aber in den Tagen von Noah war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Das heißt, dies nun wiederum, 36, geht er wieder zurück an den Anfang vom Tag des Herrn, wenn die Sonne dunkel wird, und beschreibt das nochmal. Ja, er ist also nicht chronologisch. Und deswegen denke ich halt auch, dass dieses mit dem Feigenbaum und mit dem Geschlecht eigentlich vor 29 gehört und es noch zu der Zerstörung des Tempels gehört. Dann macht es nämlich Sinn. Die Generation, die vor ihm saß, wird nicht vergehen, bis die ganzen Zeichen vorbei sind. Dass die passieren vor der Zerstörung des Tempels.
Warum? Überlegt euch, Jesus wurde geboren 3 vor Christus. Seine Generation saß vor ihm. Das waren die Jünger, das waren seine Generation. Die sind ihm nachgefolgt, die Jungen. Seine Generation, vielleicht sogar noch jünger. Ja? Jüngere. Johannes war sicher jünger. Er war 33, 30. Die waren alle vielleicht 20 oder sogar noch also Anfang 20 oder in den 20ern. Ja? Das heißt, die Generation würde dann zu Ende gehen, wenn der Tempel zerstört wird, 70 nach. Das ist eine Generation. Warum bringe ich das ein? Na ja, gut, weil diese falschen Ideen von Dispensationalismus kommt und werde ich gerade heute wieder eine Überschrift sah. Und zwar hat mich YouTube auf den Amir Zafati ein Video von ihm gezeigt. Amir Zafati. Und zwar war er in der ICF Zürich und hat dort gepredigt in Englisch leider. Die Generation that shall not pass, the generation that shall not pass away. Also die Generation, die nicht vergehen wird, von dem ich gerade gesprochen habe. Und was hat er gepredigt? Genau das, was die Dispensationalisten predigen. Was habe ich damals gesagt? Seid vorsichtig mit Amir Zafati. Jemand hat auch gesagt, pass auf. Typischer Dispensationalist. Typischer zionistischer Christ. Vielleicht, ja, natürlich glaubt er an Messias, aber er ist nicht Braut, weil er sich nicht wie Braut benimmt. Weil er Dispensationalist ist, weil er verführt ist, weil er zionistisch, weil er denkt, Israel ist von Gott eingesetzt. Und er benutzt Bibelverse, um das, ja, er denkt, er kann es beweisen. Aber wenn wir die Stelle kennen in Matthäus, wissen wir, dass das eine Lüge ist. Ich sage jetzt nicht, dass er lügt, er ist verführt. Ich werde jetzt mal sagen, er ist verführt und diese Leute von dieser ICF Zürich anscheinend merken das auch nicht. Ja, anscheinend. Die gibt es ja überall in ganz Europa, auch in Deutschland. ICF merken das anscheinend auch nicht, dass das nicht stimmt. Was ist nur los? Ich habe ja gesagt, diese Dispensationalisten, die stützen halt sich darauf, dass die 70 Wochen noch nicht vorbei sind und dann kreieren sie diese Trübsalzeit, 7 Jahre Trübsalzeit nach der Entrückung. Und der Zafati hat ja genau gesagt, oder dieser Amir hatte genau gesagt, da kommt nach der Entrückung kommt ja der Zorn Gottes. Hat er wenigstens eingesehen. Ist ja gut, ne? Das hat er ja angesehen. Da habe ich gesagt, das ist toll. Aber ich frage mich, wie gesagt, haben diese Leute nicht den Heiligen Geist? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Wenn man noch nicht mal die Bibel richtig lesen kann. Ja gut, ich verstehe es ja. Ich verstehe es, meine Lieben. Matthäus ist nicht chronologisch. Es ist nicht Reihenfolge. Man muss da wirklich sehen, wo gehört was hin. Ja? Und natürlich, wenn man das eingeimpft bekommt, ja, der erste Teil von Matthäus ist über diese große Trübsal. Er sagt es ja auch. Ich werde große Trübsal sein, aber er meint damit vor der Zerstörung des Tempels. Am Ende sagt er dann, was ich meint oft nicht verstanden habe, man lacht bestimmt 28, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wisst ihr, warum dass das da steht? Es hat gar nichts zu tun mit Endzeit. Es hat zu tun mit der Zerstörung von Tempel und Jerusalem. Warum? Weil da entweder die Leute, oder nicht entweder, weil da die Leute umgebracht worden sind und das Aas ist überall herumgelegen. Das Blut ist geflossen, das Wasser, die Straße hinunter geflossen.
so schlimm war's, meine Lieben. Und deswegen hat er gesagt, wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. Ich kann mir vorstellen, wie da Jerusalem damals ausgesehen hat. Ja? Stellt euch das vor. Ja, gemein, ja, seid nicht verführt. Hier steht ja auch, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch das die Wiederkunft des Menschensohns sein. Ja, man könnte jetzt denken, ja, das kommt dann, das zweite Kommen. Aber vielleicht versuchte, hat er auch da gesagt, hallo, seid nicht verführt, der Menschensohn kommt nicht, ja, während der Zeit der Zerstörung des Tempels. Weil damals sind sehr viele gekommen und haben sich als Jesus ausgegeben, also als Christus ausgegeben. Und er hat gesagt, nein, ihr werdet es wissen, wenn er kommt. Ihr werdet ihn nicht verpassen. Und wenn ihr die Braut seid, werdet ihr ihn eh nicht verpassen, weil er euch ja eh automatisch rauszieht. Ja? Und natürlich, die da noch übrig sind, werden ihn sehen. Aber mir ging es ja darum, weil er das gepredigt hat. Und die Leute haben ihm zugehört und haben nichts gesagt. Und natürlich, wie gesagt, wenn ihr das Video anschaut, das ist auf Englisch leider, hat er natürlich über alles Israel. Und er hat sich so beklagt über Hamas, die ja so viele Leute umgebracht haben. 6000 Hamas sind eingestürmt auf Israel. Leute, wie soll denn das passieren? Da ist eine Wand. Die Grenze ist eine Wand oder Stacheldraht. Und die Grenze zwischen Israel und Gaza ist wahr, oder? Sollte bewacht werden. Und wo waren die ganzen Wächter? Wo waren die ganzen Militär? Das 6000 Menschen, hat er gesagt, 6000 Hamas auf Israel haben einstürmen können. Er muss mal aufwachen und sich seine eigene Regierung anschauen. Er macht hier Propaganda für einen Staat, der Menschen umbringt. Israel hat jetzt ein Jahr lang schon sich gerecht, ja, an seinen, nicht verteidigt, sondern gerecht. Ja, und jetzt haben sie auf einmal ein paar Leute noch mehr gekriegt von der Hamas, die ja so furchtbar umgebracht worden sind. Ich weiß es nicht. Wurden sie wirklich von der Hamas umgebracht? Frag mich. Es ist genau die gleiche Geschichte wie der 11.9. in Amerika, was wir jetzt gerade gefeiert haben. Gleiche Geschichte. Es war ja der 11.9. für Israel. Und auch der 11.9. hat ja stimmt hinten und vorne nicht, was sie da uns erzählt haben. Ich glaube den Regierungen nicht mehr. Und er ist da einfach. Ja, Propaganda. Ja, verblendet. Verblendet. Das hat er angefangen. Und dann hat er weitergemacht, zu sagen, ja, und diese Generation ist Israel. Leute, ich habe das schon vor 20 Jahren gehört, weil ich ja aus der Dispensationslehre kam. Und vor 20 Jahren hat man gesagt, eine Generation sind 70 Jahre. Vor 20 Jahren. Oder noch mehr. Und auf einmal sind es aber 80 Jahre. Weil ja 70 Jahre schon vorbei sind, seit der Gründung von Israel. Nein, meine Lieben. Die Generation ist nicht Israel. Die Generation ist die Generation, die vor Jesus Christus gesessen hat. Als er das Ganze gesagt hat, auf dem Ölberg, liest das Ganze nochmal und dann vergleicht es mit Lukas oder Markus. Was da Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Das wird eindeutiger, dass er über die Zerstörung vom Tempel geredet hat. Ja? Und dann wird eigentlich mehr klar, was diese Generation ist.
Und dass er auch diesen Feigenbaum hier nicht als symbolisch für Israel benutzt hat, sondern einfach zu zeigen, die Zeichen. Ihr sollt die Zeichen erkennen, die passieren vor der Zerstörung des Tempels, damit ihr ja weggeht. Er hat ja gesagt, wer aushält bis zum Schluss, wird gerettet werden. Und wer aber dort geblieben ist, in Jerusalem, wäre umgebracht worden oder wurde umgebracht. Ja? Und deswegen hat er gesagt, ihr müsst auf die Zeichen achten. Ja, ihr wisst genau, wenn der Feigenbaum sprost, dass der Ko Sommer kommt. Ihr wisst ganz genau, wenn diese Zeichen passieren, dann wird die Zerstörung des Tempels passieren und ihr müsst Judäa verlassen. Sagt es ja dann auch später. Und ne, das hat er, glaube ich, gesagt während der Zeit. Wer in Judäa ist, der verlasse, der gehe in die Berge. Und wiederum, Leute, das sind Theologen, oder sie wollen Theologen sein und kennen sich noch nicht mal aus? Das ist nur meine Frage. Ich mache niemand schlecht, verdamme niemand. Ich stelle das in Frage. Ich muss das sagen. Warum? Weil viele Leute diesem Amir nachfolgen. Sonst wäre er nicht eingeladen worden, ja, weil er ja Zionist ist und diese Zionisten, die Christen total verführen. Ja? 346 K, das sind glaube ich 1000, ja, haben das angeschaut. 346.000 haben dieses Video angeschaut. Und ich wette mit euch, dass sie alle das toll fanden. Ja? Ja? Sie beten weiterhin für Israel, für diesen, ja, soll ich sagen, falschen Staat. Es hilft denen nichts. Sie bringen Leute um und ich sage euch eindeutig, dass Gott da nicht zu länger zuschaut. Die Folge wird sein, Zacharja 14. Lies Zacharja 14. Ja, Zacharja 14. Und der Amir, ich weiß nicht, wo er wohnt, er muss aufpassen, dass er nicht da auch reinkommt in diese Zerstörung. Was in Zacharja 14 passiert. Leute, ich habe ja darüber, ich werde das Video unten anbringen. Ja, mit diesem Feigenbaum. Weil ich da einfach in Detail gegangen bin. Ich bin heute nicht in Detail gegangen, ich wollte es nur anbringen. Weil ja das auch damit zu tun hat, mit dem, was ich in den letzten Videos gesagt habe. Das gehört ja alles zusammen. Und diese Dispensationalisten, die predigen einfach weiter ihre falsche Story. Und dann denken sie, sie sind Braut? Wie gesagt, der Mann, der glaubt an die Entrückung, er glaubt, dass danach der Zorn Gottes kommt. Aber ich will, dass er auch die ganzen anderen zionistischen Sachen glaubt, die aus dem Dispensationalismus kommen. Leute, lasst euch nicht verführen. Lest die Bibel. Ich verstehe, es ist schwierig. Ja, ich verstehe das. Ich habe es nochmal heute ganz genau gezeigt. Ihr werdet in der Entrückung nicht dabei sein, wenn ihr den Heiligen Geist nicht habt. Und wenn ihr den Heiligen Geist nicht habt, dann werdet ihr diese Dinge nicht verstehen. Das ist eigentlich ein Zeichen. Ein eindeutiges Zeichen. Also, Leute, es ist ganz schlimm. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.